Ich hatte am Samstag eine faszinierende Begegnung mit einem echten Engel. Er leitete mich an, Dinge zu erfassen, die so tiefgreifend sind, dass ich sie unbedingt mit dir teilen möchte. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe glücklich Podcast. Mein Name ist Linda Giese, ich bin Seinspotenzialcoach und Chakra-Therapeutin. Der gesamte Tag war schon irgendwie magisch. Ich hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen inspirierenden Traum, in dem mir ein Webinar-Konzept geschenkt wurde. Nachdem ich das Konzept während des Traumes in meinen Verstand heruntergeladen hatte, wurde ich schlagartig wach. 3.30 Uhr, mitten in der Nacht, und ich sprang hochmotiviert aus dem Bett. Ich kochte mir eine Kanne Tee, arrangierte etwas Leckeres zu knabbern, legte schöne Musik von Ajit auf, zündete ein Räucherstäbchen und ganz viele Kerzen an. Es war eine bezaubernde Stimmung und ich spürte, dass mich eine besondere Führung begleitete. Ich schnappte mir meinen Laptop, krabbelte unter meine Kuscheldecke und fing an, alles niederzuschreiben. Und ich stand erst geschlagene 16 Stunden später wieder auf. Ich hatte überhaupt nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen war. Ich war fix und alle, mir taten alle Knochen weh. Draußen war es schon wieder dunkel und ich war immer noch strubbelig, im Schlafanzug und mit Kuschelsocken an. Ich fühlte mich überglücklich und gleichzeitig todmüde. Nachdem ich etwas gegessen und meinen Körper ordentlich gestretcht hatte, lümmelte ich mich wieder auf die Couch, um für einen Moment meine müden Augen zu schließen. Da nahm ich plötzlich einen sehr vertrauten, aber nicht einzuordnenden Geruch wahr. Lieblich, blumig, mit einem Hauch von Salbei und Weihrauch. Überzeugt davon, dass sich jemand, der so riecht, an meine Couch geschlichen hatte, riss ich meine Augen auf. Doch da war niemand. Dieser Duft war so intensiv, dass ich verwirrt aufstand, um zu prüfen, woher dieser intensive Duft kam. Nichts zu finden. Verwundert schlurfte ich zurück zur Couch. Und je näher ich ihr kam, umso intensiver wurde der Geruch. Ich ließ mich in die Duftwolke hineinsinken und schloss meine Augen. Als ich so dalag, spürte ich, wie mich eine überwältigende Liebe umfloss und durchströmte. Langsam manifestierte sich ein weiblich anmutendes Engelwesen. Behutsam bettete es meinen Kopf auf ihren Schoß. Ich dachte noch darüber nach, wer sie wohl war. Sie kam mir sehr bekannt vor, auch wenn ich mir sicher bin, sie noch nie zuvor gesehen zu haben. Meine Aufmerksamkeit klebte an ihren Haaren. Viele kleine Zöpfe, die wie viele kleine Tentakelarme ein lustiges Eigenleben zu führen schienen. Die Engelin streichelte mit einer Hand ganz sanft und beruhigend meinen Kopf. Mit der anderen Hand strich sie Energien aus meinem Körper heraus. Ein unfassbar tiefes Gefühl der Entspannung trat ein und absolute Gedankenstille. Diese Gedankenstille hatte ich noch nie zuvor so erlebt und es war ein faszinierendes Ereignis oder vielmehr eine Erfahrung, denn sie ließ mich eintreten in einen Raum des Nichts. Dieses Nichts war so lebendig, doch konnte ich nichts erkennen außer weißes, helles Licht. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich es als Licht zu bezeichnen vermag, denn es schien irgendwie stofflich zu sein, eine Masse zu haben. Und gleichzeitig war es durch und durch feinstofflich, ja und irgendwie auch nicht vorhanden. Ich war scheinbar in einem Zustand, in dem ich in der Lage war, anders wahrzunehmen. Es war der Raum der unbegrenzten Potenziale. Diese Ursubstanz, die alles enthält, die alles hervorbringt und die alles trägt. Immer dann, wenn sich meine Gedanken einschalteten, bildete sich vor meinen Augen das Gedachte aus dem Nichts heraus. Die Engelin ließ mich gewähren. Immer wieder tauchte ich in mein Denken ein und je tiefer ich hineinsank, umso lebendiger wurden die Bilder.
bis hin zur Erfahrungswelt, so wie wir sie als unsere weltliche Realität kennen. Die Engelin holte mich immer wieder über das beruhigende Streicheln meines Kopfes zurück in den Raum des Nichts. Liebevoll sprach sie mit mir, ohne dabei Worte zu verwenden, und strich mir meine Gedanken aus dem Kopf. Im gedankenlosen Nichts war mein Herz weit offen. Es war so überfüllt mit Liebe. In meiner erzeugten Gedankenrealität, die ja nichts anderes ist als auch unser Alltag, war mein Herz deutlich verschlossen. Zumindest konnte ich das über den Vergleich sehr wohl wahrnehmen. Im Alltag habe ich nicht das Gefühl, dass mein Herz geschlossen ist, doch wenn ich das vergleiche, dann ist es sehr wohl verschlossen. Die Engelin mit ihrer lustigen Medusa-Frisur ließ mich liebevoll erfahren, wie alles, aber wirklich alles, über unsere Gedanken aus dem Feld des Nichts, dem Feld der vollen Potenziale, der unbegrenzten Potenziale, erzeugt wird. Über unsere Identifikation mit unseren Gedanken entsteht für uns der Eindruck einer real-physischen Welt, die uns sozusagen passiert. Wir sind so verstrickt, dass wir unser wahres, erzeugendes Sein vergessen und unser selbst erzeugtes Sein für das Wahre halten. Ich weiß, wir sprechen immer wieder davon, dass unsere Gedanken Realität erzeugen, doch diese Erfahrung hat alles Wissen, das ich zuvor verstanden hatte, in den Schatten gestellt. Wir, und damit meine ich unser Bewusstsein, existieren in dem Feld der Potenziale als reine Energie, sodass der Eindruck des Nichts entsteht. Erst unsere Gedanken, sprich unsere Benennung, definiert das Benannte aus dem Energiefeld ins Greifbare heraus. Und damit erzeugen wir unsere bekannte Realität. Die Engelin wies mich immer wieder an, meine Gedanken stillzulegen oder aber sie weise und bewusst zu wählen. Sie zeigte mir, dass alles, womit ich mich beschäftige, womit wir uns alle beschäftigen, eine Schöpferkraft beinhaltet, die uns nicht im Entferntesten bewusst ist. Es ist nun an der Zeit, dass viele von uns aus der selbst kreierten Traumwelt erwachen. Dies sei der erste Schritt von vielen weiteren, sagte sie mir. Auch spannend, dachte, Erwachen wäre der letzte Schritt. Nee, das ist ein Schritt von vielen weiteren. Wir werden erkennen, wir sind der Raum, in dem sich alles abspielt. Also nicht wir bewegen uns durch den Raum und machen Erfahrungen, sondern wir selbst sind der Raum, in dem sich alles abspielt. Das Erwachen ist wie ein Befreien, ein Säubern von allen Anhaftungen, damit der Raum frei wird, das göttliche Bewusstsein in uns wohnen und kreieren zu lassen. Wenn wir diesen Prozess unterstützen möchten, können wir unser Interesse an der Bewegung unseres Geistes aufgeben. Das faszinierte, ja regelrecht süchtige Eintauchen in die Dramen und Bewertungen unseres Verstandes. Mir ist bewusst, das ist einer der einfachsten und zugleich schwierigsten Schritte für uns Menschen. Doch mit der Zeit lernen wir zu bemerken, wann wir an unseren Gedanken festhalten und können immer wieder in die tiefe Stille jenseits des Verstandes erwachen. Erwachen in das Feld des vollen Potenzials, in dem wir unsere spezifischen Seinspotenziale in Besitz nehmen. Unsere Seinspotenziale, die ich auch unsere Seelenpotenziale nenne, sie sind es, die uns befreien aus dem Rad der Zeit, aus dem Rad der Begrenzungen und uns zu wahren Schöpfern der neuen Zeit befähigen. In Liebe, deine Schwester im Geiste, deine Linda.